Ja. Ja, das ist. Was brauche ich? Ich glaube, eine halbe Stunde brauche ich von hier, bis ich an der Grenze bin. Hm. Ich bin ein Grenzkind. Aber ich brauche eine Stunde auch bis zur dänischen Grenze. Ja, gut. Aber will denn schon zu den Dänen? Ich habe hier ein dänisches Bettenlager, das reicht. Okay, das gibt's überall. Aber immer auf den Ecken, ne? Matratzenläden, die sind immer auf Ecken. Ist wirklich so. Warum? Ja. Weil die eine größere Ausstellungsfläche dadurch haben, also eine größere von Front. Ja, oh, da, okay. muss ich mir mal merken, Blende aufmachen, Matratzenladen machen, der nicht auf der Ecke ist. Ja, ist aber wirklich so, wenn du irgendwo durch eine Stadt fährst, Matratzenkonkord, dänisches Bettenlager, alle an der Ecke. Das kann wohl sein. Sehe ich schon, weil sie überlegen. Ich muss mal gucken, mit der Kamera los. Wehe, ich sehe einen irgendwo mit. Er hat gelogen! Scheiterhaufen! Was? Ich habe mal noch eine Frage. Die Map, ist die damals auch auf dem College-Block entstanden? Nee. Bei dir? Nein? Guten Tag. Nee. Hallo. Weil bei vielen ist die Map immer erstmal auf dem College-Block entstanden. Also man hat so einen groben Map-Überblick gemacht und deswegen. Aber das hast du nicht gemacht. Okay. Ich habe irgendwann mal, durch Zufall bin ich auf Tutorials gestoßen von dem Map-Editor, nachdem ich ein bisschen um sie gefahren bin und die Strecke Nervenklinik in Hule eben auswendig konnte. Und habe gedacht, jetzt guckst du dir das mal an, wie denn das so geht. Und dann habe ich da so eine Kachel gehabt und habe gesagt, ich muss erst mal gucken, dass du überhaupt was brauchst. Dann habe ich den, ganz ehrlich, ich habe nicht irgendwas gemacht, ich habe diesen Julinger Marktplatz gebaut und dann eben drei Straßen weiter und habe die Linie 109 gemacht. Das war so meine Testlinie, ob ich das überhaupt hinkriege, so eine Linie zu machen. Und als ich dann irgendwann merkte, das funktioniert und die KI, die fuhr also auf der grünen Kachel mit den Straßen da rum, habe ich das so peu à peu ausgebaut, bis ich dann die 217 hatte, die habt ihr ja schon kennengelernt. Und dann ist höher für die Map draus entstanden. Jetzt, natürlich später, als ich dann anfing zu planen und die Kachelanzahl dreistellig wurden, habe ich mir hier hinterm Schreibtisch an der Wand so kariertes Papier gehangen und da habe ich dann eben das aufgemalt. Das ist eine Kachel so groß wie vier so von den karierten Kästchen und ist jetzt schon 2,5 Meter lang, dieses ganze Ding. Damit ich nicht den Überblick verliere. Und ich muss immer einscannen und dann ins Handbuch rein. Hier ist ein Streckenplan. Viel Spaß. Nee, ich hab's halt noch, ja, so einen kleinen Plan hatte ich beim letzten Handbuch noch gemacht. Jetzt bei dem 5 hatte ich da keine Lust mehr zu. Ja gut, es ist ja auch aufwendig wie Sau. Ja gut, es gibt ja quasi eine Map jetzt in diesem Busbetriebssimulator. Mhm. Ja, und da ist ja dann auch diese Minimap. OMSI Navigation. Ja, genau. Ist auch nativ unterstützt, Jüling, ne? Da musst du nichts machen für. Oder? Wie wo unterstützt? Ist die nicht direkt dabei, dass man nicht die selber noch hinzufügen muss in dieses System? Ich glaube, sie war dabei. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Juli, ja. Der Philipp hat sich gleich gemeldet, als ich die letztens released habe, hier die Version 5, hat er sich gleich gemeldet. Ist schon drin, ist schon im BBS. Ich sage, prima. Bei mir hat es jetzt heute aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ich muss es nochmal installieren, diesen Mod. Okay. Manchmal will er nicht. Ich wollte heute eigentlich auch OMSI rausbringen, aber dann hat mein Logitech hier gestreikt und die Kupplung nur auf 50% durchgetreten, beziehungsweise nur auf 50% losgelassen. Nein. Bis du den alternativen Treiber gefunden hast, mit dem es gut funktioniert? Ja, ich glaube 3 Stunden habe ich dran gesessen. Jetzt versuche ich mal die kleine Schrift zu lesen, zu gucken, wie viel Verspätung da ist. Kann ich nicht sehen, wo du jetzt. 2 Minuten. Ach, das ist ja okay. Ja, und ich gebe Vollgas mit 76 km/h. Ich will den 5. Gang! Das müsste vielleicht irgendwann mal die Linie 175 fahren. Die geht vom Julinger Markt auch zum Grufener Strand, allerdings über diese total totlangweilige, grottige Autobahn. Ja. Und jetzt erzähle ich 6,5 Stunden. Nee, ein Stückchen, knappe Stunde, dreiviertel Stunde bis 50 Minuten. Also halbe Stunde, wenn ich fahre. Ja, da musst du aber einen guten Bus nehmen. Ja, ich nehme hier den Reisebus. Ja, den Reisebus, irgendeinen. Den MAN Lions Coach L. So, muss ausschalten. Ach, ich kenne die Busse nicht. Ich bin mit dem BBS, bin ich mit den Leuten da am Diskutieren. Und was nehme ich denn für einen Bus? Ich kenne doch die ganzen Bezeichnungen nicht. Ich habe versorge ich eine Tour an, dann finde ich keinen Bus, wo ich mit klarkomme. Und dann breche ich das Ding ab und wenn ich das dreimal gemacht habe, schmeißen die mich aus dem Betrieb raus. Ne? Ja, und dann wählst du dir irgendeinen Bus aus, wo einer gesagt hat, und dann hast du ein AGG, ne? Die Doppelgelenker.
Super. Dann war ich ja fast so schlecht wie du damit. Dann, ey, das geht ja gar nicht. Nee, ich kenne welche Farbe. Ich glaube, die Julia muss auch wieder gehen. Budum. Aethika muss so schlecht sein. Genau, ASEV, auf Schienenersatzverkehr. Ich bin jetzt mal drauf achtet, hier so an den Seiten. Man sieht also immer wieder so grüne Wiesenstücke. Jetzt stehen hier so ein paar Büsche. Jetzt kommt wieder grüne Wiese und nur so ein paar Büsche. Und diese Art des Ausbaus der Vegetation nimmt im Laufe der Strecke zu. Da kann man mal drauf achten. Also in Julingen gibt es noch größere grüne Flächen, wo eigentlich kaum was zu sehen ist. Und je weiter wir jetzt rauskommen, das bleibt jetzt so in diesem... geht ein bisschen besser bis Dernebüch. Hinter Dernebüch kommt dann nochmal eine Schippe drauf. Also ich meine, man kann durchaus sagen, pro Stadt kriegt die Qualität, die Detailverliebtheit noch einen Batzen dazu. Okay. Ja, weil ich einfach gelernt habe, mich das zu Ja, natürlich. Das ist ja auch Learning by Doing. War bei mir ja nicht anders, genau. wenn man sich meine YouTube-Videos mal anguckt. Oh Gott, OMSI 1. Ja, ich habe ja bei mir auch schon über 300 Folgen. Heute Nacht habe ich die Folge 333 gemacht. Du weißt ja, wie schlimm OMSI sein kann dementsprechend, ne? Mit über 300 Folgen. Ich weiß nicht, wie ich die 1000 überlebt habe. Gott, da wirst du wirklich alt drüber. Boah. Nach 1000 Folgen siehst du aus wie Manfred. Nee, den habe ich als Bettdecke. Der steht nachher noch am Straßenrand. Da steht er schon wieder. Die Saftkeule, ey. So, da sieht man übrigens mal den Pizza-Audi. Ja, genau. So heißt der auch, oder ist das ein Synonym? Ja, nee, das ist ja genau. Sogar die Telefonnummer stimmt. Boah, voll die Schleichwerbung. So, meine Damen und Herren, wir bestellen Pizza. Nee, ich suche ja wirklich noch irgendwie jemanden. Ich weiß nicht, ob du das bei mir mitbekommen hast mit dem Witz, den ich immer mache. Ich bin heute zufällig gestolpert. Okay. Ich habe mal so geguckt und auf einmal... Okay, dann erzähle ich es dir. Ja. Ich erzähle es dir, pass auf. Und zwar, wenn ich mit modernen Bussen fahre, die diese Touch-Interface und sowas haben. Ich hab ja hier meine Webcam, siehst du jetzt gleich, und einen gewissen Radius, in dem ich hier rumspielen kann. Und dann tue ich immer so, dann frage ich in den Chat, wer denn alles Pizza haben möchte. Und dann tippe ich das immer auf diesen Touchscreens in OMSI über die Webcam ein. Der Witz ist halt... aus Zufall entstanden irgendwann. Okay. Und ich muss aber mal gucken, es wäre halt so geil, wenn irgendeiner sagen würde, Lieferando oder irgendjemanden, der bei sowas mitmachen würde und dann einfach mal so eine Folge sponsert und dann mal 50% auf Pizzen gibt, die ich dann irgendwie bestelle und die fangen das an. Es wäre so lustig, das als Kooperation zu machen. Aber da findest du wahrscheinlich keinen. Bei uns sind die alle stocksteif, die wissen gerade mal, was das YouTube irgendwas mit Internet zu tun hat. Ja, ja. Nur halt der ist wieder 30. Der Witz wäre halt so genial. Aber ich glaube nicht, dass man da einen findet. Wahrscheinlich, wenn ich die Frage stelle, wird die automatisch ausgedruckt. Und direkt hinter dem Finisher vom Drucker ist so ein Papierschredderer. Ja, Felix, in den fünften. Wofür haben wir eigentlich den Jerome dann? Kann er da einen reinmodden oder was? Bestimmt, das kriegt er doch bestimmt irgendwie hin. Ich dachte, du bist es eins, Jonas, für alles. Ich habe das Problem, mein Bus ist voll. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Nächste. Ich hätte mit dem AGG fahren sollen. Dann wird der wieder leer. Hallo. Einer. Felix, geil. Du fährst zu gut. Das ist gegen Kanalvorschriften. Ich darf gar nicht so gut fahren, das steht in meinem Vertrag. Rosa-Roten. Nee. Passierschein A38. Oh, es ist so schön. Julia, kennst du das noch? Was kennen? Passierschein A38. Ach ja. Das ist so geil. Ah, schön. Schalter 2 gehen. Und wo ist Schalter 2? Etage 6, Gang 7, Zimmer 5. Und los geht's. Ach ja. Übrigens, wie gesagt, wenn ihr noch... warte, mein Gehirn kommt gleich wieder aus dem Standby. Das dauert eine Sekunde. Fragen habt, dann stellt sie. Bitte. Felix, musst du nachher mit dem 407 fahren.
wenn ich bis dahin noch lebe, mir noch nicht die Kugel gegeben habe, weil ich hier so viel Bus fahren muss mit Schalten und allem. Vielleicht. Ja, aber auch nochmal O407 Schalten. O407, den fahre ich auch oft und gerne. Das ist ein schöner Bus. Ja. Warte, ich. Lieferando, ich brauche eine Pistole. Bist du dumm? An mich die Frage. Ja, nein. Also, wahrscheinlich schon, aber ich kann es bis jetzt gut verstecken. Die Frage ist aber doch geschickt gestellt. Ist unheimlich schlagfertig. Da naja. Ist doppelter Witz drin und. Komm, wir setzen wieder auf das Best of. Das Best of war super, da habe ich so gesagt. Habe ich hier dumm auf der Stirn stehen. Und Phil, das ist Best of Felix, spielt hier in Discord auch. Der macht die Best ofs für mich und der hat dann da per Motion Track dumm mir auf die Stirn getackert. So. Ah. Eng. Jetzt kommen wir in das nächste kleine Örtchen. Bist du die Strecke schon mal gefahren hier in der Version 3 bis Laterneburg? Ich glaube, ich bin noch nie Jülingen gefahren. Ach, das kann aber sein, dass ich das innerhalb von den 1000 Folgen leicht vergessen habe. Deswegen, Aber du scheinst irgendwie türkischer Abstammung zu sein, ne? Ich glaube, deutscher als ich kann man nicht werden. Ja, weil du sagst nicht Jülingen, du sagst Jülingen. Du sagst auch nicht Jülingen. Nein, Jülingen liegt daran, wir haben hier in der Nähe einen Ort, der heißt Jülich. Und sobald bei mir irgendwas mit anfängt, ist das automatisch. Deswegen. Okay. Das ist mir eingefallen. Jetzt nenn mich nicht Julia. Ja, wenn es nur das ist, Julia, dann. Ja. Nee, da ist das kein Problem. Nur mit Orten schaltet das Gehirn direkt ab. Aber das macht's bei mir öfter. Danke. Das macht's bei mir öfter. Es ist Felix. Halt die Fresse, Rob. Das gibt's in GTA wieder aufs Maul. Sagte er und starb dauernd. Ist auch geil. Ich bin Level, ich glaube, 90 mittlerweile in GTA. Rob ist Level 600 und noch was. Deswegen. 800? Ich weiß es nicht. Pass auf, jetzt gleich gibt er damit an. Ich habe keinen fünften. So. Jetzt steht da 80. Ja, schön. Die kannst du fahren, wenn der Bus fährt. Fährt er aber nicht. Hashtag 845. Welche Linie war das? Welche Karte war das nochmal, die Rehe drauf hatte, die dir davor springen können? Dobel, ne? Edbruck? Okay. In Edbruck rennen dir Wildschweine über die Straße. Ah, das war so cool. Ja, ist eine gute Idee, aber ich würde wahrscheinlich irgendwie Manfreds nehmen, damit ich ein bisschen abreagieren kann. Dann steht Manfred aber noch an der exakt gleichen Stelle und der Bus ist so in zwei Teile geteilt. Das kann gut sein, ja. Der wird einmal quer durchgeschnitten und klappt dann nach beiden Seiten zur Seite. Ein Bus der Deutschen Reichsbahn. Das ist die Verpflegung für die Ostfahrt. Ey, wir haben heute erst. Du meinst aber im Bundestag, ne? Ne, die Ostfront. Die ganz östliche. Okay. Kommen wir auch noch hin. Manfred fährt nämlich heimlich Trabi. Ach du Scheiße. Das halten die Plastikbomber doch gar nicht aus. Ja, eben. Deswegen steht er ja am Straßenrand. Sehen wir nachher noch. Ach so. Kurz jetzt vor Derneburg. Die ganzen Easter Eggs hier. Nee, ist kein Easter Egg. Hier ist auf jeden Fall schon mal Strand. Nee, das ist nur ein kleiner See. Ah, ich würde mal sagen, so 20-25% der Strecke haben wir doch schon. Eine Kurzstrecke. Schön! Mein rechter Zeh kriegt hier langsam. Ich habe ja schon angekündigt, könnte sein, dass ich den Bus noch wechsle, aber. Es sei denn, ihr spendet 50 Euro. Nee, ist egal. Bescheiden ist er. Nee, warte, ich schalte 6-mal Werbung in einem Video. Ach nee, mache ich ja auch nicht. Ja. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Ich habe mich mit YouTube angelegt. Ich habe hier, wenn ich die Livestreams freischalte, schaltet YouTube, ohne mich zu fragen, mittendrin 1000-mal Werbung. Und das habe ich denen mal gesagt, dass das so nicht geht. Und seitdem passiert es nicht mehr. Komisch, ne? Tja. Vielleicht wollten sie auch die Zuschauer so ein bisschen schonen, dass die sich mal erholen können.
Nee, also ProSieben macht das ja auch, die unterbrechen ja auch die Werbung immer mit Spielfilmausschnitten, ne? Sei froh, dass wir nicht in den USA Fernsehen gucken. Echt, die machen alle 6 Minuten Werbung. Super. Mhm, da kommst du das richtig vorwärts. Also da kommst du gerade vom Klo wieder, ist schon wieder Werbung. Genau. Ja, das ist übrigens das Schloss Pottberg. Ja, bestimmt super Klos. Und Pottberg-Wetter kommt jetzt in das Schloss Pottberg. Was steht da? Pottberg. Oh Gott. Pottberg-Wetter. Danke. Hast du die Ansagen selber eingesprochen? Ja. Okay. Weil ich habe sie noch nicht gehört, deswegen. Ja, aber den musst du drin. Ja, ist halt gute alte Technik, ne? Ah, guter alter Benz! Die kriegst du nicht tot, die Karre. Doch, lass mich ran. Ja, okay. Aber bei uns in dem Busunternehmen, wir haben immer... Natürlich. Die fahren, die laufen in Umwelt, die haben jetzt schon 3 Millionen Kilometer runter. Ja, natürlich. Die, oh, ich habe immer noch keinen fünften, so ein Scheiß. Das ist einfach Wartung und Pflege. Dann das und zweitens ist der Motorblock aus 15 cm reinstem deutschen Stahl gebaut, ne? Nicht aus Diebstahl, also Stahl. Aber ich glaube nicht, dass ein fünfter Gang nachwächst. Bitte was? Ich glaube nicht, dass ein fünfter Gang nachwächst. Ah, doch. Muss noch alt genug werden. Du musst einmal ein bisschen reinhauen, irgendwann hast du dann den fünften Gang. Das ist dann zwar die Gangschaltung im Arsch, aber... Mach einfach einen Rückwärtsgang da. Mach mal rein, Rückwärtsgang. Das ich weiß gar nicht, ob es geht. Warte mal. Jetzt ist er drin. Nee, Ritt. Ich habe gerade genau gesehen, der Fahrer in dem Fahrzeug, der gerade entgegenkam, der hat seinen Polster nass gemacht. Bist du weit rübergekommen? Er ist ein Panik-B auf dem Stirn. Hast du das nicht gesehen? Na, na, wie lang geht? Wie lang geht? Ja. Ah, der bleibt schon stehen. Guck mal, da bleibt er stehen. Schisser. Felix, richtig abbleiben, was? So. Okay. Ups. War mein Vater beim Friseur drinnen. War ich mit dabei. Da kam so ein Busfahrer rein, so mit so einem Spiegel in der Hand. Wem gehört denn der Spiegel hier? Ja, Busfahrer ein Spiegel vom Auto von meinem Vater abgefahren. wir dann erstmal ohne linken Seitenspiegel nach Hause gefahren. Ja, natürlich. Dann erstmal in die Werkstatt. Ganz ehrlich, weißt du, da hast du 3 Meter breite Straße und so ein Mercedes passt da die durch. Also ganz ehrlich. Jetzt zuletzt in Köln. Durch die Gegend gelaufen, an der Straßenbahn vorbei und auf einmal hörte ich im Hintergrund nur Fuck! Also nicht das Wort Fuck, sondern das Geräusch Fuck! Und es war eine Straßenbahn, die mit durchschnittlich schneller Geschwindigkeit einem Autofahrer voll den Spiegel abgefahren hat und einfach weitergefahren ist. Tja, er hat nicht innerhalb der weißen Linien geparkt. Tja. Du bei uns in dir ist die DVB jetzt auch nicht groß. Ja. Dann ist mir egal. Was willst du da auch groß warten, bis die zurückkommen? Die sind dann ja auf ja 5 Stunden Shoppingtour. Dann stehst du da mit der Straßenbahn und hältst den Verkehr auf. Obwohl am Dienstag wäre das ja keinem aufgefallen. War ja Pilatesstunde. Oder war ja Fußpflege. Oh Gott, das dauert bei manchen Leuten echt lange. Ja. Nee, am Dienstag wurde ja gestreikt in Köln. Ja, bei uns wird am Freitag eventuell gestreikt, aber ich stehe noch nicht fest. Kommst du heute nicht, kommst du morgen, ne? Ja, ist so. Wer will das wissen, wann ihr kommt? Dankeschön. Ich wollte es ja nicht ausgesprochen haben, aber gut. Captain, wo wir sinken. Wer kennt es nicht, wenn die Straßenbahn an ein Auto rankommt, dieses normale Geräusch. Fuck! Genau. Da waren wir doch schon ganz unten am Niveau. Ja, herzlich willkommen bei mir willkommen auf Kanal. Oh ja.
Ja, das habe ich irgendwann mal gesagt. Dann meinte ich so, ja, das fasst es eigentlich zusammen. So, jetzt hast du gleich geschafft. Da hast du den Ort Besen erreicht. Da hast du es geschafft, sagt sie. Wie viel Prozent haben wir? Oh, kann man nicht auch nur schätzen. Ne? Also 40 müssten nicht bald sein. Oh. Ja. Eine Pause. Schön. Darf ich da einen Bus wechseln? Er ist ein bisschen schwierig in der Linie. Den Bus kannst du ja wechseln am Kufener Strand, dann fährst du mit dem anderen zurück. Dann fahre ich, ja. Fahr ich aber Hyperrail, das sag ich dir. Fährst doch jetzt schon. Ja, mehr geht ja nicht. Ja, Gott sei Dank. Achtung, Haltestelle. Ja, ganz ruhig. Freudelweg. So. Jetzt tut mir jetzt schon leid. Ne, ein Gelb-Betonentag heute. Wie war das? Stimmt. Wie war das? Ein kleiner Schritt für mich auf die Bremse ist ein großer Schritt für die Menschheit. Ja, irgendwie Windschutzschreien. Ja, ganz genau. Also war ein großer Schritt Richtung Windschutzschreien. Dann machst du einfach die Scheibenwischer innen und dann passt das schon. weg. Ah, da fährt die 156. Oh. Ja, es muss so. Ist das wirklich jetzt bloß an dem einen Tag, dass die gelben Tonnen draußen stehen? Fällt keinem auf. Guck, der biegt rechts ab. Oh, da ist noch einer. Der biegt auch rechts ab. Will oder nicht? Was denn? Das ist genau das Gleiche. Er wurde verlassen. Er wurde verlassen. Das Ding ist ja, man ist da irgendwann dabei gewesen und hat diese Ecke gemacht. Man hat die Ampel gemacht, man hat sich den Kopf gemacht, wie mache ich die Ampelschaltung, die Verkehrsregeln, damit das alles gut funktioniert. Und dann kommt so ein Hongo-YouTuber da und schiebt einfach alle rüber. Ne? Schön! Hätte ich mir schenken können. Dann hätte ich deine Ampel aber als Fick-dich-Ampel bezeichnet. Deswegen ist schon gut, dass die eine vernünftige Schaltung haben. Oh, den Witz habe ich ja mit Kevin auf Ruhrgebiet. Da sind ja manche Ampeln, da stehst du dann mal 4-5 Minuten. Das ist immer, das habe ich als Verschwörungstheorie. Die steuert er immer, wenn er meine Livestreams guckt. Dann lässt er die extra lang auf Rot. Deswegen sind das die fick dich Ampeln. Ich habe so noch Kichern da. So Smiley da drin und dann so ein Mittelfinger in den LEDs. Au! Ah, Finger eingeklemmt, ich hab's verdient. Nicht. Können Sie mal ein bisschen Ruhe erfahren? Fresse, Manfred. Warum labert er eigentlich immer so viel? Ich kann mich erinnern, als ich mit OMSI angefangen hatte. Ganz, ganz am Anfang. OMSI installiert, ich mache erstmal die Tutorials. Mein Beileid, damit hast du den ersten großen Fehler gemacht. Finde ich gar nicht. Hat mir einen Heidenspaß gemacht. Da hab mir die ganze Nacht habe ich mich damit beschäftigt, habe die Tutorials ein bisschen gemacht. Das fand ich toll. Also die sind ja wirklich gut simuliert. Also diese Geräte, super. Und, kann ich einen YouTuber zitieren, der gesagt hat, er findet dieses Fenster in OMSI am besten. Erstens, dass das quietscht, wenn man es aufmacht, und zweitens, dass der Ton lauter wird. Und damit meinte er, das ist die beste Bus-Simulation aller Zeiten. NerdCubed heißt er. Ein Engländer. Ja. Das sind so ein paar Dinge, auch wenn man sich hier dieses Dashboard anguckt und die Funktionsweise. Ist schon toll. Ja. Also wirklich. Und dann habe ich dann ein bisschen gelernt und dann habe ich gedacht, so, auf Grundorf mache ich jetzt meine allererste Fahrgastfahrt. Habe ich alles vorbereitet, ganz akribisch. Ich weiß noch, das war morgens um 5, es war noch dunkel, es lag ein bisschen Schnee draußen. Und ich mache meine erste Fahrgastfahrt. Und wer steht draußen, kurzärmlich? Manfred. Ich denke, damit der da nicht so frieren muss, machst du schon mal die Tür auf, lässt den rein. Hast ja alles richtig gemacht, den Fahrplan eingestellt, alles ist hundertprozentig. Er kommt ein und was sagt er? In Dunkeln ist gut bunkeln oder was? Machen Sie mal das Licht an, ich will was lesen. Seitdem hat er verschissen. Oh, das hat er bei mir schon seit längerem. Und deswegen steht er jetzt mit seinem Trabi da vor dem umgefahrenen Schild und kommt da nie mehr weg. Seit der Version 3 steht er da. So, ich bin ja. Ich weiß nicht, ob du auch verfolgst, was Lotus momentan macht. Ja, so ein bisschen, wenn schon mal Meldungen kommen, dann gucke ich mir das mal an. Da habe ich überlegt, wenn Lotus rauskommt, will ich mir das zulegen, will mir das genau angucken und sollte mir das irgendwie zusagen und ich dann auch irgendwie eine Chance haben, durchzublicken, würde ich da auch sehr, sehr zeitig mit dem Mapping anfangen. Mit dem Hintergedanken, da so ein Payware-Add-on mal zu bauen. Aber das kommt drauf an, wie sich das mir so darstellt. Ne? Na, brauchst du gute Ansprechpartner bei Aerosoft. Ja, auch mit denen habe ich, ach Gott, die habe ich angeschrieben, kriege 12 Antworten. Von jeder die gleiche Antwort.
Aber bei mir ist genau das gleiche. Also sobald Lotus rauskommt, wird bei mir angefangen, Dresden zu bauen. Meine Güte. Erst guck ich mir an, ob sich das lohnt. Ja. Auch Durchblick überhaupt, ne? Also es gibt ja schon Videos zum Editor, ne? Wenn ich jetzt mir schon überlege, 12 Straßenbahnlinien, ey. Ja, muss ich das nicht übertreiben. Ne, Schule abblasen, keine Ausbildung anfangen. Das wäre bei mir sowieso alles zu spät. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie der Kevin das macht. Das ist mir völlig... Keine Ahnung. Ja, aber das kann auch nicht gesund sein. Der geht ja währenddessen arbeiten. Ich habe mich auch an 5 Stunden schaffe ich mittlerweile. Eine ganze Woche nur 5 Stunden Schlaf. Also jeden Nacht nur 5 Stunden Schlaf, das schaffe ich mittlerweile. Das ist echt traurig. Ist ungesund, ne? Nö. Menschen werden alle kaputt gemacht. Aber das ist halt der Sinn der Gemeinschaft. Boah, jetzt werden wir hier metakritisch gegenüber der. Ja, ist so. Gegenüber der Menschheit. Und Gesellschaft. Oh, was ist denn das hier für eine Kurve? Jetzt hier mal Punkt setzen. Punkt. Heute schau. Mit der, wie heißt sie? Nein. Ja, ne? Punkt. Sehr schön. Punkt. Ja, war schon geil. Man kann das Gewicht von Manfred ändern? Ja, kann man. Okay. Und was wiegt der jetzt? 4 Tonnen? Ich meine nicht das Ego, ich meine jetzt... das Ego von ihm ist wirklich ein bisschen schwer. Wenn Manfred einsteigt in den Morphibus, da steht da wirklich Niveauregulierungsstörung. Also wenn du ihn gemordet hast, den Manfred. Okay. Dann wenn ich auf die Waage steige, dann steht immer drauf, die Waage bitte nicht in Gruppen betreten. Oder steht drauf, Fortsetzung folgt. Einer muss runter. Mal gegangen, Stella. Noch einer. Ich so, hä, ich bin hinterlassen. So. Boah, nee, das ist das moderne Trampolin mit so einer elektrischen Überwachung. Geht einer drauf, bitte nicht mit 5 Leuten drauf gehen. Jetzt werden wir wieder gemein. Wenn du irgendwas sagen willst, sagst du, ne? Es ist hier, Meinungsfreiheit herrscht hier. Manchmal sag ich nicht, dann denke ich mir mal. Doch, dankeschön. Nee, so schlimm ist das gar nicht. Ich find's gerade schön. Map, das ist die beste und größte und tollste Map der Welt. Also größte ist falsch. Na echt, ja, ich meine jetzt nicht Anzahl Kacheln. Ich meine, aber ganz im Ernst, ich habe letztens mit ein paar anderen mal drüber gesprochen, ob das möglicherweise die Linie 174, die zurzeit längst ist. Also, Laurensberg, Tier, Jonas. Jonas? Ja. Laurensbach, wie heißen die? Die haben doch eine Linie, die ist ultra lang. Mittlerweile, auch in der neuen. Die ist doch nochmal länger geworden, oder? Ich kenne die nicht, aber letztens jemanden sagen hat gesagt, selbst die würde da nicht anhalten. Ja, okay. Dann ist es, dann ist es vielleicht die längste Linie aller Zeiten. Ja, das könnte durchaus sein. Da hast du echt schon eingebrochen. Aber hast jetzt die Hälfte schon weg. Ja, schön. Vor allem, wir haben die Hälfte weg und jetzt ist hier erstens 30, was ich ignorieren werde, und zweitens geht's berghoch. Ja, nicht mehr lange, bis jetzt oben. Heißt ja, so. Auf der Höhe. Und gleich geht's runter? Das ist meistens so bei Bergen. Jetzt rauf, andere Seite wieder runter. Was? Ich glaube, der Busfahrer hat sich gerade auch wieder eingeschissen, mein Kollege da. Einmal Schüler, bitte. Der hat Schnapp. Kollege! Da wird er zum Kollegiker. Was? Map ist Julingen. Meine Damen und Herren, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Ich habe sogar dein Video verlinkt, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe die auch jetzt vor ein paar Tagen auch erst released und da habe ich auch so ein, mache ich eigentlich immer, wenn ich eine neue Version bringe, dass ich ein Vorstellungsvideo mache. Ich wollte nicht einfach nur die Amazon Drive da verlinken, weil dann steht ja kein Autor dahinter. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann machst du halt das YouTube-Video rein.
Weil sonst verlinke ich ja auch immer den Omsi-Thread. Ja, habe ich da nicht gefunden. Ja, habe ich einfach ausgetauscht. Da stand vorher die Version 3 noch drin, da habe ich das ausgetauscht. Die Datei an der Stelle steht jetzt in Version 5. Achso, also gleicher Download-Link. Ja. Ah, sehr gut, wir sollten das mehr machen. So. Achso, stimmt, ich kann ja laufen lassen, ne? Warte, Gang raus. Mal gucken, Gang raus. Auf den Straßenrand achten. Ja. Da sind wir schon vorbei. Da! Da! Da ist er! Da ist er! Schön. Geil. Schön. Jetzt müsste man eigentlich merken, jetzt ist schon so, was die Details angeht. Mhm. Es wird dichter. Ja, wird dichter, einfallsreicher. Da habe ich so ein bisschen Lerneffekt gehabt dann, ne? Immer nach dem Motto, egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens gerade einen Gang draußen und lasse laufen, deswegen schaffen wir 90. Ich sagte jetzt nicht, weil ich als erstes im Kopf hatte, als du gesagt hast, du lässt laufen. Und erst sagen, ja, mach doch ruhig, ist doch schön warm erstmal. Ist aber warm genug hier, dankeschön. So eine Fußbodenheizung brauche ich nicht. Die Wärme kommt von unten, nicht von oben. Pischoni. Die Bunker da vorne sind von Gladbeck. Bitte was? Nochmal. Die Bunker da vorne sind von Gladbeck, die genau auf der anderen Seite stehen drüben. Was? Die leuchten auch grün wie der Bottropper Bunker, jo. Mit freundlicher Genehmigung von Kevin persönlich. Was? Ohne dass man Gladbeck runterladen muss? Ja, nee, braucht man gar nicht. Bei Juling ist das so, wenn du Omsi hast und den Stadtbus, hast du alles, was du brauchst. Der Rest ist dabei. Geil. Ja, weil ich weiß nicht, irgendwelche Dinge da reinzupacken, die man nicht mitliefern darf. Da braucht doch nur der Autor von diesen Add-ons irgendwas ändern oder den Download-Link ändern oder irgendwas ja. Und schon hast du Probleme und die Leute kommen dann an und sagen, warum läuft deine Map nicht? Deswegen haben wir ja alle drauf eingelassen. Alles, was da drin ist, ist das, was ich nur mitgeben darf. Was ich nicht mitgeben darf, habe ich gar nicht reingepackt. Ich habe ja den Trailer für Eberlinsee Schönau gemacht und unter meinem Video haben sich dann so ein paar Sachen angehäuft wie, du Wichser, das funktioniert nicht! Ja, und dann fehlten irgendwelche Objekte, die der Entwickler gar nicht mehr hochgeladen hatte. Weiß ich nicht. Die wollten das dafür nochmal aufmachen. Eberlinsee-Schönau ist ja die Straßenbahnkarte. So. Warum braucht man den Citybus? Wegen ein paar Objekten. Wegen ein paar Objekten, ja. Das war ja so, ich hatte anfangs angefangen zu bauen und der Stadtbus, der gefiel mir, den hatte ich auch. Und dann habe ich den Editor gelernt und habe ich dit und dat und jenes, was mir gefiel, hingestellt. Und irgendwann ist die ein bisschen größer geworden. Und dann kam erst die Idee, hör mal, ich kann es noch weitergeben, die Map ist doch toll. Ja. Ja. Dann alles da wieder rauszufiltern, das wäre viel aufwendiger gewesen, als neu anzufangen. Deswegen sind die da halt drin. Sonst hätte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt anfangen würde mit einer Map, würde ich sagen können, da kommt nichts dazu. Nur Omsi, alles andere wird mitgeliefert. Keine Add-ons, die zwangsweise. Und so ist eben so geworden am Ende, dass der Stadtbus halt vorhanden sein muss. Aber sonst nichts, gar nichts. Zur Information, wir gehen mal gerade in den Werbeblock. Das Add-on hier, den O305, den gibt's in der Videobeschreibung bei GamesPlanet ein bisschen günstiger. Dankeschön. So, das Werbung Ende. Werbung Ende. Was? Ja. Geil, ne? Doch. Was? So, da sehen wir jetzt links die JVA Derneburg. Klosterkamp. Mein Bus ist immer noch zu klein. Klosterkamp heißt das hier deshalb, weil früher war die JVA war ein altes Kloster. Und dann hieß das hier Klosterkamp. Deswegen heißt die Straße und die Haltestelle nur Klosterkamp. Ah. Und dann jede Haltestelle die Geschichte erzählen. Aber Fantasie habe ich genossen. Da müsstest du bei der Audio ja hier am Ende des Streams ziemlich verstört sein bei unserer Audiospur. Das ist gut, dann bist du hier richtig. Geradeaus geht's nach Dingenskirchen, ne? Ah, hier nach, du meinst Dingenskirchen? Hier. Dingenskirchen, ja. Kenn ich nicht. Hinter Tupfingen habe ich auch irgendwo auf dem Schild stehen. Hilfe, Lextron ist da. Hart im Nehmen, Felix im Geben. Dankeschön, danke.
Super, Lextron. Sehr gut, Lextron. Übrigens, Lextron, du solltest mich nochmal ansprechen wegen hier streamen und hier zusammen. Ich hätte da Zeiten für dich, wann du hier sein kannst. Der feine Herr darf ja jetzt Auto fahren. Dass Felix seine Videos Kindergarten ist, das ist sein Kanalmotto. Also Fresse. Halt's Maul, sonst verlierst du wieder gewisse Ränge. Das ist das einzige Druckmittel. Felix ist der beste YouTuber. Da steht übrigens die 313, das ist der Terminus von der 313, die von der JVA nach Huntsville fährt. Aber keine Sorge, du hast eine gute Linie gewählt und durch Huntsville fährst du auch noch. So in einer halben Stunde etwa. Okay. Das ist auch schön, wenn du Lextron sagst, kannst vorbeikommen, dann ist der direkt für die nächste. Ist der bis die Zeit, bis er hier ist, ist er gehypt. Schön in die Tüte atmen. Ich aber auch, weil Niklas hat ein HTC Vive. Ich hab wegen dem Soli eben erwischt. Was hast du? Ich hab wegen dem Soli mehr Rechte. Sagt unser Rechtsanwalt. Am Arsch, Soli. Yes. Also, da gehe ich immer nach dem Motto, warte mal, was habe ich hier im Support-Text-Kanal, was da drüber steht. Hier gibt's Hilfe für fast alles, außer auf Tiernahrung und auf Frühgeburten. Ja. Ich habe immer noch keinen fünften. Danke. So, Haltestelle Grubenstoß. Stößchen! Ist das nicht bei der beim neuen Ralf Rute Werbeparodien? Stößchen! Oh, dieses Start. Scheidenpilz. Ja, genau. Ja, nur halt. Noch Zeit. Palmoliv, Stößchen! Das ist okay. So egal. Ja, das ist einfach so genial. Ja. Der soll auch lang leben und damit weitermachen, echt. Gib mir mal deine Handynummer! So. Fange ich wieder an zu singen. Klausa. So langweilig, da bist du gleich beim Zopf in Derneburg. Da hast du einen Augenblick Pause. Eigentlich. Ich habe auch keine Verspätung mehr. Also, ja, bei der Fahrweise würde ich da doch wundern. Ruhe. Wie sage ich immer so schön? Schnell, aber effizient. Das ist der Grund, weshalb die Fahrgäste alle. Ja, also bei mir geht es danach, ich zähle nicht, wie viele Leute im Bus auf der gesamten Strecke mitfahren, sondern wie viele Leute in meinem Bus ein- und aussteigen. Das wird addiert und deswegen ist so ein Fahrverhalten positiv also für meine Statistik. Wenn irgendeiner der Leute, ja, die da einsteigen, nicht wieder aussteigen, dann würdet mir echt zu denken geben. Ja, und deswegen ist es gut für meine Statistik, wenn mein Bus voll ist, ich einen Unfall baue und dann wieder voll machen kann. So. Du musst nur richtig und intelligent die Zahlen fälschen. Ganz einfach. Meistens. Warum ist jetzt wieder... Ach, scheiß, halt die Schnellbremse. Achtung, beim Wechselweg könntest du wieder ein paar Fußgänger abschießen. Da sind nämlich so ein paar Fallen eingebaut. Da ist erstens nur 20 erlaubt. Oh, Alter, die blinken links und fahren dann doch geradeaus. Ja. Herzlich willkommen. Ja, so ein paar Kreuzungen, die haben es in sich. Da bin ich auch nicht hintergekommen, woran das liegt. Die meisten Kreuzungen, da geht's ganz gut. Da werden die Regeln auch ganz gut eingehalten. Aber so ein paar auch hier in Derneburg, die haben der Zopf ist. Da wird einem manchmal die Vorfahrt genommen. Ich weiß nicht, was da anders ist. Ich habe schon ein paar Mal geguckt, aber ich konnte das nicht rausfinden. Komisch. Ja. Es ist die Omsi-KI. Dim, dim, dim. Ja, wird wenigstens nicht langweilig dann. Ja, genau, hier, Jerome. Ich. Hier, Jerome, Felix will den fünften Gang im O305 haben. Hast 10 Minuten Zeit. Genau. Jerome, Challenge. 10 Minuten, fünfter Gang O305. Und? Okay, Google. Timer 10 Minuten. So, viel Spaß. Guck, da laufen sie schon. Lauft und wie die Lemminge. Lauf, Forrest!
Wird nicht passieren. Schade. Eine, ich hab dich lieb, Ampel. So, fest drauf, wenn wir jetzt gleich den Zock hinter uns gelassen haben, dann kommt ja erstmal Spachtelkamp und die Haltestelle Spachtelkamp, die heißt Spachtelkamp, weil sie direkt bei McDonald's ist. Ist das hier die obligatorische Sprungschanze, die in jeder Stadt haben muss für Busse? Nee, das ist der barrierefreie Zugang. Ach so. Für die Leute, die bei dir mal mitgefahren sind. Für Meckes oder was damit auch? Ich habe gerade das Déjà-vu meines Lebens. Ja, ist offen. Jetzt ist sie zu. Ach du Scheiße. Warte. Da. Okay. Ja, Lex. Also er heißt Lextron zusammen, aber ich weiß auch nicht, warum er auf YouTube auseinander heißt. Kannst ihn aber auch Niklas ansprechen. Da reagiert er normalerweise auch drauf. Als wenn ich mir das merken könnte. Lextron gleich Niklas. Lextron gleich Niklas. Lextron gleich Niklas. Lextron gleich? Bernhard. So. Ne, Bernhard. Hast du gehört? Sie hat sich's gemerkt. Warte mal. Achso, ich habe jetzt Pause oder Uhr vorstellen. Ich würde die Uhr vorstellen. Das wird sowieso schon spät genug. Oder bist du müde? Musst du mal aufs Töpfchen? Wenn du jetzt nicht lieb bist, ne, dann baue ich dir hier eine Remote-Kundenverbindung auf und dann kannst du weiterfahren. Gang raus. Weil ich gerade sagen wollte, wenn wir jetzt also weiterfahren, kommt ja, wie gesagt, Spachtelkamp, die Autobahnauffahrt und dann kommt der Bereich von da an bis zum Ende, alles, was ganz neu ist in der Version 5. Also das Neue von der Version 5 kommt gleich erst. Auf zum Neuland! Genau, Neuland. Und da merkt man dann auch hoffentlich, ne, dass auch die Qualität nochmal wieder eine Schippe gekriegt hat. Wo mal ich hin? Und um jetzt nicht irgendwelchen Spott auszusetzen. Es ist mir klar, häufige Kritik an Julingen ist, ja, immer nur 90 Grad Standardkreuzungen und nicht mal so ein bisschen komplizierteres Stadtinnenleben und so. Stimmt. Warum? Ich hab's nicht gekonnt. So. Jetzt inzwischen könnte ich es, aber ich baue doch jetzt nicht die ganze Map um. Na? Das ist also der Grund. Und ja gut, in Julingen gibt es da die eine Kreuzung ein bisschen, ist ein, von der herkommen, ist ja Breverek. Da habe ich auch schon ein paar einzelne Kreuzungsobjekte komplett selbst gebaut, die aber auch noch relativ einfach gehalten sind. Aber das ist, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne Map fahren mit Innenstadtbereich, 5 Spuren und 2 Busspuren parallel und Busampeln und Abbiegeampeln und das ganze Tuselabussel, findet man auf Julingen nicht. Muss man ja auch nicht. Wenn man sagt, ich möchte lieber so ein bisschen auch Überland mal fahren und ein bisschen Realitätsdetails sehen, so, dann schon eher. Information an Spieler 3200. Ja, ich benutze diesen Vorschlagsbogen noch. Das schaffe ich. Weggucken! Das war noch gelb. Ja, das ist Taxigrün. Jetzt fahr nicht so schnell auf die Brücke. Da ist extra, steht Bodenwelt und Baustellenwagen. Da hinten auf der anderen Seite müsste ich eigentlich auch welche hinstellen, weil alle kacheln da drüber und dann stoßen sich alle den Kopf an die Decke vom Bus. Achtung! Ja, nee, ist klar. Das weiß ich. Also den muss, hast hier du... ist jetzt alles, was bei der Version 5 neu gebaut wurde. Ab hier fängt's an. Da habe ich im Januar 2017 angefangen und gesagt, ich baue jetzt die Version 5 und habe hier angefangen. So, dann hören wir auch auf. Tschüss! Jo! Beste Zeitpunkt. Gibt ja nichts mehr zu sehen. Nö. Da steht jetzt das grüne Schild in Broderich. Das ist doch ein Stadtteil von Derneburg. Ich bin ja froh, dass ich mich in meiner eigenen Stadt zurechtfinde. Aber ich habe mich auf Julingen auch schon verfahren. Hm. Ist das nicht? Hast du denn auch hier Busverfahr-Ausweisflächen eingebaut? Nö. Nee? Das ist aber, das musst du. Hallo. Ja, warum? Das hat ein bekannter YouTuber mal so festgelegt. Ach so, ja, wenn der da festlegt, jetzt nicht mit umbauen. Na, also, wo man sich verfahren kann, da muss auch eine Busfahrausweisfläche hin, damit der Drecksteppen da auch sich wieder zurechtfindet. Der Drecksteppen. Felix. Hm? Ich? Nein.
weiß auch gar nicht, wie lange es den Witz mit den Busfahrausweisflächen schon gibt, aber den gibt es schon lange.